Eine Aussage vor dem Vietnam-Tribunal in Stockholm. Ich heiße Thai Binh Dan, bin vietnamesischer Nationalität, geboren 1949. Ich möchte hier die Verbrechen der amerikanischen Imperialisten, begangen an mir und meinem Dorf, anzeigen. Am 31. März 1966 gegen 16 Uhr hörte ich, als ich gerade das Geschirr abwusch, den Lärm von Flugzeugen. Ich stürzte zum Unterstand, aber kaum war ich durch die Tür, wurde ich von der ganz nahen Explosion einer Napalmbombe überrascht. Die Flammen umgaben mich von allen Seiten mit einer unerträglichen Hitze, dann wurde ich ohnmächtig. Das Napalm hat mich am Gesicht verbrannt, an beiden Armen und Beinen. Mein Haus wurde ebenfalls verbrannt. Nach 13 Tagen Bewusstlosigkeit erwachte ich in einem Bett eines Krankenhauses der FLN. Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalmverletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalmverletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalmverletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. Wenn die Zuschauer mit den Folgen von Napalm-Einsätzen nichts zu tun haben wollen, dann muss man untersuchen, was sie mit den Ursachen von Napalm-Einsätzen zu tun haben. Napalm brennt mit 3000 Grad Hitze. Selbst der kleinste Spritzer brennt eine halbe Stunde lang. Bei der Verbrennung werden giftige Gase frei, die die Atemwege angreifen. Die giftigen Gase treiben zudem die Menschen aus den Unterständen. Im Bereich von 80 Metern gibt es kaum ein Überleben. Brennendes Napalm B, eine Neuentwicklung, lässt sich nicht von der Haut abwischen. Brennendes Napalm B schwimmt auf dem Wasser. Es lässt sich kaum ersticken. Kann man es noch ersticken, so ist es in den meisten Fällen zu spät. Die Haut ist dann heruntergebrannt und in den meisten Fällen ist auch das Fleisch bis auf die Knochen heruntergebrannt. Wenn Napalm brennt, ist es zu spät zum Löschen. Man muss das Napalmfeuer dort bekämpfen, wo Napalm hergestellt wird, in den Betrieben. Das State Department will uns einen neuen Auftrag erteilen. Es handelt sich um die Herstellung von Brandwaffen, Brandbomben und Flammenwerfern. Das State Department hat ein Szenario beigefügt. Hier stehen die Beschreibungen von Kriegssituationen und wir sollen für jede Situation eine Waffe oder ein Waffensystem nach Maß entwickeln und produzieren. Mr. Doan, Sie wissen, ich bin nicht für den Krieg. Aber da wir den Krieg in Vietnam einmal begonnen haben, werde ich alles, was in meiner Kraft steht, tun, ihn schnell zu beenden. Für Ihre Arbeit stehen Ihnen alle Mittel des Hauses zur Verfügung.